wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Die Partie hat schon begonnen. Das ist Roberto Firmino. Sie rennen da gegen eine Wand. Rafael Varane holt ihn sich wieder. Borussia. Ist ja Hansi der heutige Gegner? Auf welchen Spielstil müssen wir uns heute einstellen? Wer gegen diese Mannschaft spielt, der weiß, was auf ihn zukommt. Sie stehen tief, sie lassen den Gegner agieren. Sie wollen den Ball gar nicht haben, aber wenn sie ihn hat, dann verlagern sie das Spiel ganz schnell, überfallartig, in die Hälfte des Gegners. Dreh steht einfach nach vorne. Sucht seinen Mitspieler. Rausgeschlagen. So jagt man heute den Ball. Cristiano Ronaldo. Da geht er durch. Cristiano Ronaldo. Ein super Dribbling, doch das ihn zufrieden mit das Spiel. Das muss er wegstecken. Er hat eine Menge Talent und er ist immer für einen Treffer gut, auch nach dieser vergebenen Chance. Ziyech. Ja, das geht Freistoß. Ziyech. Muss ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr zusammenreißen, sonst kriegt er hier große Probleme. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Der geht nicht rein. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Mit dem dynamischen Vorstoß auf der linken Flanke. Reingabe Neymar. Mohamed Salah. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen, das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Dann ist man kurz wieder. Es gibt Freistoß und das auch zu Recht. X-Elfmeter. Der Schiedsrichter sagt, das Foul war knapp außerhalb des 16ers. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können. Er trifft ihn. Da guckt er ganz genau. Der Ball geht ganz, ganz knapp vorbei. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen, mit Gewalt, aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Borussia. Ist direkt wieder im Ballbesitz. Das ist schlitzohrig. Ab auf die linke Seite. Conte hat schlicht und ergreifend eine gute Spielübersicht. Neymar. Cristiano Ronaldo versucht die Gasse zu finden. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Zahlt sie sofort wieder aus. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Man hört förmlich, wie die Fans auf den Rängen entnervt aufstehen. Gute Ballzirkulation, was wohl als nächstes kommt. Cristiano Ronaldo nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Borussia, schon mit zweimal Gelb. Ab auf die Flanke. Felipe Melo. Macht er den? Roberto Firmino.
und der pumpt ihn einfach hinten raus. Einfach mal rausgedroschen. So jagt man heute den Ball. Cristiano Ronaldo. Bockstarke Aktion. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig. Freistoß. Das ist ja eine wahre Standard-Orgie hier in den letzten Minuten. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Romagnoli. Ein sehr kluger Pass. Und er zieht ab. Und der Torwart hat ihn. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart. So, nun ist Pause, durchatmen. 11:1 ist rum, 0:0, es kann nur besser werden. Richtige Entscheidung, Einwurf. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist doch klar. Einwurf. Will ihn da durchstecken. Neymar im Vollsprint auf der linken Flanke. Das ist Cristiano Ronaldo. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er hat ihn einfach stehen lassen. Und jetzt zieht er. Gut gehalten vom Torhüter. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten.
hier gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Musiala ist direkt wieder im Ballbesitz. Neymar. Und weg ist er. So jagt man heute den Ball. Sucht seinen Mitspieler. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Fußballfreunde, aber so langsam, aber sicher könnte mal ein Tor fallen. Schön zu sehen, wie mannschaftsdienlich er das macht. Von Zeit zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück, um die Verteidigung zu unterstützen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Conte. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Sucht die Lücke. Der Ball kommt zu Mohamed Salah. Sieht den Ball nach hinten. Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Caillon. Und weg ist er. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Der kann die Situation zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Er hat ihn einfach stehen lassen. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Er zieht in Richtung Tor. Er hat den Ball kontrolliert. Versucht ihn nach innen zu spielen. Als steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Hier ist Lucas Moura, sucht die Lücke. Er hält drauf. Fantastisch von Draxler. Das sieht hier nach dem entscheidenden Moment aus. Und er knipst dieses Ding hier einfach weg. Ja, da war natürlich auch eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Du brauchst hier wirklich starke Nerven, aber halten die Nerven auch die letzten Minuten? Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Er
Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft, aber so